In Frankreich kämpfen die ArbeiterInnen gerade gegen die Rentenreform von Macron. Arnaud Benedetti, der Chefredakteur der Zeitschrift Politik und Parlament, hat heute gesagt, dass die Regierung auf jeden Fall verhindern muss, dass die Jugend sich den Kämpfen der ArbeiterInnen anschließt, die Studierenden und die GymnasiastInnen in diesen Kampf reintreten, weil sonst Frankreich am Rande einer großen Krise steht. Genau das sieht die Regierung auch so und greift deshalb mit massiver Repression gegen Studierende durch, die sich mit den Streiks der ArbeiterInnen solidarisieren. So wurde unter anderem unser Genosse Leo in Paris festgenommen, nachdem er gemeinsam mit seinen Kommilitonen eine Demo in Solidarität mit den streikenden MüllarbeiterInnen organisiert hat. Das zeigt, was es braucht, damit diese Bewegung zum Sieg kommt. Nachdem am Donnerstag Macron ohne Zustimmung im Parlament die Rentenreform durchgesetzt hat, haben die Gewerkschaftsführungen erst angekündigt, am nächsten Donnerstag in den Streik zu treten. Darin wollen sich jedoch die lokalen Gewerkschaften und die Basis der ArbeiterInnen nicht halten, sodass heute Raffinerien, Energiesektoren, BildungsarbeiterInnen, VerkehrsarbeiterInnen in den Streik getreten sind, an den Unis massive Proteste stattfinden, Vollversammlungen da sind, Unis blockiert werden. Und genau das ist auch die Perspektive, in der wir hier in Deutschland kämpfen wollen. In Deutschland sind diese Woche wieder Streiks im öffentlichen Dienst und bei den LehrerInnen und die wollen wir als Studierende unbedingt unterstützen. Wenn wir am Samstag in Berlin auf die Straße gehen, zur großen Demo von Verdi und Genug ist genug unter dem Titel Wir zahlen nicht für eure Krise, dann wollen wir diese Perspektive da reintragen. Eine Perspektive von kämpferischen Jugendlichen an der Seite der ArbeiterInnen, die ganz klar nicht nur gegen die Reform kämpfen, sondern gegen das gesamte System, das uns ausbeutet, das will, dass wir so lange arbeiten, wie es nur irgendwie geht, um Profit für die Reichen zu machen. Deshalb gilt unsere Solidarität allen, die gerade von Repression betroffen sind und gegen die Rentenreform in Frankreich kämpfen.